Bro, wie geil sieht das bitte aus? Das gibt mies Schon wild YouTube mit aus, den zwei ne? Vibes. Findest du wirklich, Bro? Was geht ab, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer weiteren Episode. Freunde, Plan A wird heute angeleitet, denn ich habe heute die offizielle Bestätigung für unseren Clan bekommen und heute zeige ich euch unsere Geheimbasis, beziehungsweise auch meine neue Festung, die ich gebaut habe. Ich habe jetzt ein bisschen noch schon so langsam den Grundriss fertig und jetzt kommen die ganzen Details, Freunde. Das ganze Ding wird XXL-Größe haben. Wir sind noch ganz am Anfang. Ich werde das jetzt in den nächsten Monaten so wie meine alte Festung fertig bauen, nur diesmal viel, viel krasser. Gönnt auf eh rein, aber ein Like aktiviert die Glocke, denn diese Folge wird wieder sehr, sehr informationsreich und es ist auch sehr wichtig für euch zu wissen, was genau wir vorhaben. Let's go. Freunde, mittlerweile habe ich alles fertig. Ich habe mich komplett fertig gemacht. Ich brauche jetzt nur noch die Mending-Bücher und die kaufe ich jetzt bald ab. Aber sonst habe ich. Ja. Hey, was Hey, geht? Kiru, was Tsitashi! geht? Dich unterhalten mit Genau, uns. mit euch wollte ich reden. Was geht ab? Ey, lass uns mal irgendwo hin, wo wir wirklich unter uns sind, weil wer weiß, ob man hier uns belauschen kann. Kommt mal mit, lass uns mal. Kennt ihr einen guten Ort? Nee. Tatsache nicht. Kommt mal mit einfach. Wir schauen hier einfach. Leute, lasst uns einfach hier chillen. Lasst uns wortwörtlich hier chillen. Warte, ich mach mal hier so eine kleine. Ja. Hier sieht man uns, aber hört uns nicht. Weil sonst Genau, würden wir auch genau. sehen, dass jemand uns hört. Ja. Erstmal, wie geht's euch, Jungs? Alles gut? Jo, bei Fresh, dir? Mann. Ey, alles bestens. Bin ein bisschen gestresst, aber ich habe jetzt endlich meine ganze Rüstung und alles vorbereitet und fertig gemacht. Also sprich, ich bin jetzt voll verzaubert überall. Und Stark. ja, die Frage ist, Gut, ja. Jungs, ich wollte mit euch reden. Mit Zitashi habe ich gestern schon geredet. Hiro, ich weiß nicht, ob du diese Geschichte mit dem Hacker mitbekommen hast. Nur am Rande. Ja, auf jeden Fall ist ja auch egal. Ich will auch gar nicht jetzt viel darüber reden. Ich wurde in den letzten Tagen richtig eklig behandelt von vielen YouTubern hier auf der Insel. Zitashi hat mir Ja. erzählt, dass er auch bemerkt hat, dass viele YouTuber hier einfach machen, was sie wollen, ohne wirklich dafür bestraft zu werden. Auch schlimme Sachen. Und Ja, das kommt auch gut hin. ich habe Zitashi gestern vorgeschlagen, dass ich möchte sehr, sehr gerne einen Clan gründen. Und zwar die Urteilskrieger. Denn wir verurteilen die Leute, die hier machen, was sie wollen. Wir verurteilen die Leute, die hier für Schaden sorgen, die Schwächere oder Schlechtere eklig behandeln. Und da Ja. hat er mir berichtet, dass er mit dir einen Pakt geschlossen hat und ohne deiner Zusage oder ohne in eurer Verbindung irgendwas nicht einfach irgendwas eingeht. Dementsprechend meinte er, dass er mit dir reden wird oder wir am besten zusammen reden werden. Und ich wollte dich Ja. fragen, ob wir zu dritt das Ganze, wir drei, von mir aus seid ihr sogar die Anführer. Es geht mir gar nicht darum, Leader zu sein, sondern ich will einfach für Gerechtigkeit sorgen auf dieser Insel. Und auch nicht als Polizist oder als irgendwelche Bürgermeistergeschichten, die es gerade gibt, sondern wir, die Urteilskrieger. Da wollte ich deine Meinung darüber Ja, wissen. also schon mal sehr korrekt von dir, Zitashi, ne? Kuss geht auf jeden Fall raus. Aber das, was du angesprochen hast, siehst du dieses Schild? Wow. Siehst du, welcher Buchstabe darauf ist? Ein N. Genau. Und dieses N steht für Nemesis. Den Nemesis. Clan, den Zitashi und ich gegründet haben. Genau aus denselben Beweggründen, die du gerade genannt hast. Es gibt eine Möglichkeit mit einem Aufnahmeritus, dass du bei uns einsteigen kannst, weil wenn du dieselbe Motiven hast, dieselbe Motivation wie wir, dann trifft sich das ja gut. Bro, ich glaube, du hast mich noch nicht verstanden. Ich erstmal Kuss und danke, aber ich trete kein Aufnahmeritual bei. Verstehst du nicht? Ich will mich rächen an alle, die mir so Unrecht getan haben. Und ich bin nicht hier in einem Ja. Clan reinzukommen, um irgendwie jetzt Aufnahme zu machen und dann irgendwie. Verstehst du, was ich meine? Ich will einfach das, was man mir angetan hat, einfach zurückgeben, Bro. Verstehst du? Ich kann nicht mehr. Ich habe einfach keinen Bock Das mehr. tun wir. Und Nemesis hört sich geil an. Ich finde Urteilskrieger auch sehr, sehr stark, weil ich würde sogar immer mit so einem Slogan dann reingehen, dann sagen, ja, dein Urteil, wir verurteilen dich jetzt für bla 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 und dann greift man die Person an oder was auch immer Weißt wir du, wofür machen. Nemesis steht? Leider nicht. Das ist genau das, ein Urteil. Gerechtigkeit, Gerechtigkeitskrieger kann man fast schon sagen dazu. Okay. Es Okay. ist genau das, genau nach deiner Beschreibung. Und das Aufnahmeritual ist gar nicht mal was Schlimmes. Achso. Sashi, was haben wir uns überlegt? Also, wir haben uns überlegt, Bro. Du musst wirklich nichts machen. Wir geben dir ein Totem. Du stellst dich einfach auf. Und dann kennst du dieses Item hier. Welches? Das in der Hand. Okay. Und damit schlagen wir dich halt einmal. Und dann gehörst du zu uns. Okay.
Das war's. Okay. Aber trotzdem, ich wiederhole nochmal. Ich will nicht zu euch gehören. Ich will, dass wir zusammen etwas kreieren. Versteht ihr, was ich meine? Ich möchte, guck mal, gestern kam Schmocki auch schon zu mir und hat gesagt, ja, ich suche jemanden als Kopfgeldjäger und kannst du mir das und das, deren Köpfe holen. Da habe ich gesagt, ich hole dir die Köpfe nicht, weil ich zu euch gehöre, sondern ich hole dir die Köpfe, weil ich selber die Köpfe will. Versteht ihr, was ich meine? Und wenn ihr jetzt zu mir kommt und wenn ihr jetzt zu mir kommt und sagt, ey, join unserer Gruppe mäßig, das will ich nicht. Aber wenn ihr sagt, ey, wir machen zu dritt etwas, das ist für mich was anderes. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Das können wir auch so machen. Wir können zu dritt eben das machen, aber du musst wissen, wir sind bis jetzt eine komplette Geheimorganisation gewesen. Wenn du von uns nichts mitbekommen hast, dann hat das bis jetzt funktioniert. Nee, ich habe nichts von euch. Deswegen müssen wir sicher gehen, dass du es zu 100% ernst meinst. Bro. Und dann können wir gemeinsame Sachen machen. Bro, ich sage euch, ich meine es wirklich ernst und ich will jeder, bei uns ist jeder gleichgestellt. Es geht nicht darum, dass wir einen großen Clan haben möchten, sondern wirklich, dass man gemeinsame Sache macht. Okay, jo. Dann schlagt mir vor, was genau haben wir denn, warte mal ganz kurz, gibt es überhaupt eine Base, die wir haben oder irgendwas? Eine Geheimbase haben wir, ja. Ja, ich habe eine Festung gebaut, die ähnelt sehr der Festung der YouTuberInsel 2. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie mit verbinden wollt oder ob wir komplett was Eigenes oder eure Sache weiter kreieren wollen, weil ich möchte auch ganz, ganz viel bauen. Wir noch eine ganz andere Sache, denn mir ist zu Ohren gekommen, dass es eine Auktion gibt auf der Crimex-Insel. Das heißt? Und da wollen wir unbedingt ein Grundstück haben, um dort auch weitere Operationen zu führen. Genau. Weil genau, wenn wir in der Insel sind, genau, dann kann man die sehr gut stürmen, sagen wir mal so, wenn irgendwas sein sollte. Ich hab von auf jeden innen Fall heraus besiegen, das ist unser Motto. Ich nenne euch jetzt ein paar Namen, okay? Und zwar die ich auf meiner Liste habe. Nummer 1, Denergy. Ja, easy. Nummer 2, Amir. Nummer 3, MBK. Okay? Okay? Sehr wichtig für mich. Nummer 4 ist, ob ihr es glaubt oder nicht. Warte, ich hab vergessen. Wartet kurz. Da war nochmal Nummer 4, MBK, Amir. Ach so, Ente. Ente, unbedingt. Das sind die ersten. Guck mal, was sind das überwiegend für Leute, alle auf der Crimex-Insel gefühlt, außer Army. Okay, und das sind wirklich die ersten, die ich auf jeden Fall. Deswegen müssen wir die Auktion auf jeden Fall auch noch rocken. Habt ihr denn eure Base? Habt ihr denn eure Base schon gezeigt in irgendeiner Art und Weise? Videos halt. Ja. Dann würde ich sagen, zeigt mir mal eure Base, dann zeige ich euch meine Base. Muss er noch mit der Mace geklatscht werden. Wir müssen sicher gehen. Ganz sicher. Okay, dann let's go. Dann lass den Toten. Lass das jetzt machen. Okay. Komisches Ritual, aber ich bin dabei. Let's go. Zack, zack. Was ist das machen? Warte, ich mach hier mit Windkugel. Okay, Schatze. Das heißt, wenn ich jetzt sterbe, was passiert dann? Dann sind wir sicher, dass du das ernst meinst, alles. Verlies. Warte. Verlies dann aber ein Dings? Ja, verlies ein Totem. Okay. Postmortem! Alright, okay. Ja, freut mich, das dass wir cool zusammen gemeinsame Sachen machen. Okay. Freut mich auch. Aber eine Sache, darüber muss ich noch mit euch reden. Und zwar wegen dem Namen. Aber das klären wir dann auf Discord. Okay? Dazu habe ich auf jeden Fall einige Sachen zu sagen. Okay, dann zeigt mir mal bitte den Platz und den Ort. So ein Dreizack zum Düsen? Leider nicht ihr. Okay, dann fahren wir mit dem Boot. Dann fahren wir aber. Soweit bin ich noch nicht. Alles gut, let's go. Let's go. Ja. Ja, ihr fährt einfach. Düse im Sauseschritt. So, und bei euch ist das auch so, ihr habt auch so. Was ist euch denn widerfahren, dass ihr diese Gründe habt? Also, wir wurden eigentlich hintergangen. Denn wir hatten ja so eine Fünfer-Konstellation am Anfang mit Rainy, Amir, Tobalt, Zitashi und ich. Und was dann bei uns die Sache war, es wurde einfach immer über unserem Kopf hinaus entschieden. Dann haben die plötzlich ein Abkommen mit iCrimex gemacht und mit Tridan und allem drum und dran, ohne dass wir dazu irgendwie gefragt wurden. Also wir wurden gar nicht ernst genommen. Ihr wurdet ausgegrenzt, richtig?
ausgegrenzt, nicht ernst genommen und es war allgemein einfach dann auch voll langweilig so, Bro, weil ich will halt auch erstmal mit den Leuten klarkommen. Ich kenne hier nicht alles. Ich fühle euch so krass, ich fühle das so heftig, ne? Ich bin genau eurer Meinung, Bro, bei mir ist das genauso passiert. Richtig, deswegen passen wir gut zusammen. Und wisst ihr, warum wir auch noch zusammenpassen? In einer anderen Ära haben wir für die Sonne mitgearbeitet. Richtig. Ja, stimmt, wir zu dritt. Junge. So, es kommt alles wieder zusammen. Ich bin gespannt, wo ihr was gebaut habt. Das Ding ist, ich habe halt... Du hast eigentlich gemeinsame Sache mit Lukas mal gemacht, also LXK4Z. Was ja. ist daraus geworden? Bro, wir haben uns gestern sehr krass gestritten. Ohne mein Zitat, ich hab das auch mitbekommen. Ja, und Hacker-Geschichte oder was? Ja, Bro, aber das da, dafür kann er nichts, der Arme. Der wusste einfach nur nicht, dass das jetzt sich ein bisschen geklärt hat. Aber ist auch alles gut. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, ist, Bro, ich habe ihn sogar auch gefragt, ob er da teilnehmen möchte zu unserer Gruppe. Ja. Und er meint, er überlegt sich das. Aber er hat mich verstanden am Ende und das war mir sehr wichtig. Ja, ich glaube, die Message ist auch eindeutig, die man hier vermitteln möchte. Ja, Mann. Ey, meine Festung ist auch fast da. Meine Festung ist da ganz weit oben. Darf man den Eingang zeigen? Ja, das geht schon. Also das Ding ist, es weiß bis jetzt keiner so wirklich auf der Insel, wo wir stationiert sind und was wir machen. Ich habe bis jetzt ein Ding gegen IT, Blackjack und Timmy halt gemacht, aber das war's dann auch schon. Boote müssen hier unbedingt immer weg, dass nichts auffällt. Ja. Weil hier sieht's unbewohnt aus. Ich check, siehst du schon den Eingang? Willkommen zu unserer Base. Okay, wie komme ich da rein? Einfach umklappen. Nicht springen. Einfach hin und dann umklippen. Wow. Genau, und dann kommst du hier rein. Wow. Das ist bis jetzt unsere Geheimbase. Das habt ihr bis jetzt gemacht. Das siehst du auch im Schaufenster Nemesis Pakt vom 8.11. Okay, und hier ist... Hier geht's weiter. Hier zu verschiedenen Farmen und Trading Halls und alles drum und dran. Okay. Richtig. Ich komme. Okay. Also hier unten ist die Trading Hall. Da geht's zu den ganzen Villager. Da geht's. Ach, ihr habt Villager. Ja, yeah, Habt ihr Reparatur hier? Ja, klar. Ja, Mending haben wir zu verkaufen. Wie viel? So viel du willst. Okay. Wow. Hier ist alles. Ja. Hier gibt's alles, was dein Herz begehrt. Ich verstehe. Wenn du hier irgendwie an Emeralds rankommen willst, ganz simpel, ganz wichtig, musst du hier in der Kiste die Fäden einfach rausnehmen und die mit diesem dunkelbraunen Hut anklicken und die Fäden verkaufen. Ja. Ehrlich. Dann kommst du an Emeralds. Dunkelbrauner Hut? Ja. Das ist welcher von denen? Ah, der hier. Diese drei. Ach was, so easy? Ja, genau. Yes. Ey, ihr seid ja heftig. Und dann gibt's hier noch die zwei Kisten hinter dir, da findest du auch Bücher, wo du dann alles traden kannst. Jungs, ihr seid der Hammer. Wirklich crazy. Das hat Kiro gebaut, Kiro ist der Hammer. Krass. Bro, das darf wirklich hier niemand herausfinden. Ehrlich, das darf richtig. Hier... Das ist alles eben, das ist unsere Geheimorganisation. Ganz und wir haben auch schon angefangen, aus der Eiszeit ein gigantisches Tunnelsystem machen zu wollen, zu jeder Base von jedem hier auf der Insel, um jeden abhören zu können und halt überall schnell hinzukommen. Jungs, was haltet ihr davon, dass das unsere Farmbase ist und wir alle zusammen zu dritt nochmal was richtig Episches bauen? Das mit iCrimex safe machen wir, aber was haltet ihr davon, wenn wir so ein richtig krasses Schloss bauen? Oder krasses Schloss. Ja, 100% ist auch möglich. Gut an, ja. Oder? Können das hier nämlich als Außenposten einfach nutzen. Genau. Weil hier ist halt viel passiert und dann easy. Okay, ey Leute, ich bin 100% dabei. Ich würde euch jetzt auch noch mal kurz meine Festung zeigen. Die habe ich auch noch nicht richtig im Video gezeigt. Das kennt noch niemand auf dem Livestream. Deshalb kommt gerne mit. Habt ihr Lederschuhe oder Leder hier? Hey Jungs, ich muss jetzt weg, ne? Bro, wohin gehst du? Ich muss offline, Bro. Ich muss offline. Ich habe keine Zeit mehr. Ich muss jetzt weg. Okay, Jungs, ey, der Pakt steht, ne? Dann sagt die Urteilskrieger weg, dann nennen wir uns Nemesis, ja? Der Nemesis-Clan. Yo. Yes. Weißt du Bescheid? Ey, Tasche, korrekt nochmal. Danke, ne? Kein Ding, Bro. Ich küsse eure Herzen, Jungs. Wir sehen uns, ja? Wir sehen uns, Bro. Ja, wir sehen uns. Haut rein, okay, ciao. Verschieben wir das mit deiner Base, weil dann muss ich unbedingt noch Dias holen für die Auktion. Okay, Bro, ich bin dabei. Dann kümmerst du dich um die Auktion. Ich kümmere mich um die. Bro, ich kümmere mich darum, denn ich muss Danages Kopf holen, okay? Ja, mach das. Wenn du Hilfe brauchst, dann schreib ganz schnell. Dann versuche ich so schnell wie möglich zu kommen.
Mach ich, Bro. Pass auf dich auf, wir hören uns. Bis dann. Doch, wir hören uns. Leute, ich dachte mir jetzt einfach, ich zeige euch trotzdem meine Base. Und ich habe mittlerweile alles auch fertig. Meine Rüstung, also die wichtigen Sachen habe ich fertig. Ich muss dafür eigentlich theoretisch meine Mütze kurz irgendwie wegpacken, dass ihr das seht. Warte, ich mach das mal einfach so. Jetzt seht ihr das wahrscheinlich, oder? Nee, Cam, lässt das nicht zu. Auf jeden Fall habe ich meinen perfekten Helm. Ich habe hier Dia-Brustplatte fertig, das fertig, das fertig, das fertig. Schwert habe ich auch, wie ihr seht, fertig, schnipp, schnapp. Diamantaxt habe ich jetzt einfach so eine gemacht, hatte ich ja schon. Enox, den Bogen haben wir auch fertig, zur Ehre des Enox. Diamantspitzhacke haben wir auch mit Glück 3, Effizienz 5, Haltbarkeit 3 und Reparatur. Und sozusagen sind wir fertig und jetzt zeige ich euch die Base, Freunde. Die ist aber noch nicht fertig, ist nur der Anfang und die gibt halt sehr, sehr krasse YouTuber Insel 2 Vibes und deshalb fühle ich mich da auch so mega wohl drin. Und Leute, das ist sie. Ihr seht, sie ist noch nicht fertig, sie ist das nur der Anfang. Das sind so die ersten zwei Etagen. Aber ich sag euch, das ganze Ding wird natürlich riesig sein und viel krasser. Aber so sieht sie bis jetzt aus, mit so ein bisschen paar Säulen. Gibt halt so sehr, sehr krasse YouTuber Insel Dings Vibes, ne? Und ja, Freunde, guckt sie euch an. Da ist auch noch den Kollegen, den haben wir hier erst neu. Das ist die untere Etage, die habe ich auch wirklich ganz, ganz schnell im Stream fertig gemacht. Sieht auch mega geil aus. Da kommen noch die ganzen Sachen. Das ist die obere Etage mit dem Baum in der Mitte. Das kennen wir ja auch. Und hier ist dann sozusagen der eine Tower. Der wird jetzt auf jeden Fall noch anders gemacht. Den wollen wir auf jeden Fall ganz, ganz schöner haben. Denn hier wird auf jeden Fall eine meiner Main Bases sein. Ich werde das ganze Ding jetzt auch noch verbinden mit dem Bereich. Und das wird ein riesiges Schloss. Also ich sage euch ehrlich, das ist nur der Anfang. Wir werden das richtig riesig machen. Und ich brauche noch einen Kerker. Ich brauche noch dies, ich brauche noch das. Und ich weiß noch gar nicht, Urteilskrieger oder Nemesis, was wir nehmen. Ich habe jetzt auch, wie ihr sehen könnt, ein Nemesis-Schild. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, findet ihr Nemesis besser oder findet ihr Urteilskrieger besser? Das würde mich sehr, sehr interessieren. Also macht am besten einen Kommentar oder ich schreibe es selber und dann könnt ihr einfach liken. Like das Kommentar, wo ihr sagt, das auf jeden Fall oder nicht. Wer ist das denn? Digga, wer ist das? Wer sind die zwei? Was wollen die hier? Jan! Hey, warte mal, das sieht gefühlt 1:1 aus, was er da, was Kian auf YouTube in Sin 2 gebaut hat. Hä? Wie cool ja, ist das denn? Ey. Oha! Ja, Baby-Zombies rum, Digga. Jan, hallo? 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 Bro, wie geil sieht das bitte aus? Das gibt mies schon YouTube in Sin 2 Vibes. Findest du wirklich, Bro? Ja! Ey, ich danke dir. Ich danke dir, aber. Ich hab das doch gar nicht gesehen! Ach so, ja, das ist, das habe ich jetzt so vor kurzem, ist aber noch nicht fertig, das dauert noch, das muss noch ganz, ganz viel gemacht werden. Kommt man da hoch? Eigentlich ist der Eingang auf der anderen Seite, aber... Ja, dann gehen wir mal kurz andere Seite. Kommt hier hin. Einfach Windcharges einfach, komm. Zack, hier. Zack. Windcharges sind der Weg. Was ist unterwegs? Oha. Der Windcharge ist in der Weg, habe ich gesagt. Es ist aber, die Hunde wieder. Ja, ja, aber nein. Es ist. Warte, aber es ist noch nicht fertig. Jungs, wie kommt's, dass ihr hier seid? Wir wollten gerade zu Reini. Als er zu Hause ist, wissen wir nicht genau. Okay, aber. Lukas, okay, aber Tobi, was machst Creeper! Du hier? Was machst du hier? Wir wollten was mit Reini besprechen. Wir wollten was mit Reini besprechen, sind zufällig bei dir vorbeigekommen. Ach so, okay. Aber du bist ja direkt hier rechts neben Reini. Die Röhre ist da vorne von Reini. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich wollte hier, ich bin auch noch nicht fertig. Das ganze Ding wird auf jeden Fall, ich wollte so ein XXL-Ding machen, also das soll richtig riesig werden. Ich brauchte auf jeden Fall auch noch deine Hilfe bei den Dächern. Komm mal mit nach oben. Und zwar, wie du sehen kannst, das ist mir gar nicht gelungen, aber das ist auch noch gar nicht fertig. Das soll noch riesen Tower werden. Und ich will das so ein bisschen. Ich weiß, sagt die Disney-Schloss etwas? Natürlich sagt mir das was, ja, hä? So in der Art und Weise will ich das machen, aber so richtig riesig in diesem grau-weißen Stil hier. Aber, Bro, du bist immer noch mit Armin, ne? Ich ja, wieso? Guck mal, Tobi, Bro, ich schwöre, ich feiere alle aus der YouTuber-Insel, zwei sowieso, so meine engen Homies. Aber ich muss euch eine Sache sagen und ich habe einfach mich für so einen Weg jetzt entschieden. Und ich gehöre jetzt mit zu Tsitashi und Kiro und wir zusammen... Hä, wie, du hörst mit zu denen, was... Bro, ja, ihr wisst das gar nicht. Gut mit mir. Ach, das, was du, das, worauf du mich angesprochen hattest? Genau, Bro, und wir haben uns jetzt entschieden und glaub mir, wir sind sehr, sehr sauer auf einige YouTuber hier. Sehr, sehr sauer, okay?
Und es geht gar nicht darum, wer. Es geht auch gar nicht darum, wer gut mit wem ist oder so, sondern es geht eigentlich hauptsächlich nur darum, dass wir mittlerweile. Also, ich sag dir ehrlich, Lukas, das, was. Hä? Bro, du hast dich auf einmal geportet. Das, was. Ja, wenn du auf dem Schnee das machst. Das, was Kiro und Zitashi wirklich gemacht haben, ist heftig. Wirklich heftig, Bro. Und das ist ein Teil davon, wie du siehst, meine ganze Rüstung. Ich habe alles verzaubert, vollkommen fertig. Und ich war einfach gestern bei Denergy. Bro, der wollte mich nicht in die MBK oder in diese iCrimex-Stadt lassen. Und hat. Der wollte dich da nicht reinlassen. Bro, er wollte mich wieder nicht da reinlassen. Hat sogar gesagt, Hacker haben mir nichts verloren. Verstehst du, was ich meine? Er hat ja nicht mal was zu sagen. Das Bro, ist aber der Real Talk, also Denergy. Kannst du nachvollziehen, dass das, was ich meinte, Bro, ne? Wegen dieser einen Geschichte. So, ich komme direkt an und er ist schon der Erste. Nee, Hacker haben mir nichts zu sagen. Ist ja auch egal, unnötig. Aber ihr sollt nur wissen, Bro, wenn es irgendwann dazu kommen sollte, dass ihr beispielsweise, stell dir mal vor, du hast ein Bündnis mit Denergy oder du, dass ich mich nicht zurückhalten werde, aber wir trotzdem in Verbindung immer Freunde bleiben, okay? Ja. Okay. Ist das eine Drohung gerade? Bro, das ist keine Drohung, das ist eigentlich nur sozusagen. Das klang aber so. Damit wollte ich euch einfach nur sagen, dass ich euch trotzdem liebe, egal was passiert und hier. Für dich drei und für dich drei. Ich brauche nicht, passt schon, kannst behalten, ich habe genug. Ja, okay. Als Zeichen. Wo sind die Dias? Einfach als Zeichen, dass ich das. Oder was? Nein, als Zeichen, dass ich es ernst meine, Digga. Wenn du sie nicht willst, aber kann Bro, ich sie du nehmen. Du musst aber keine deinen Worte reichen, Bro. Ich vertraue dir da. Aber ich verstehe jetzt nicht, warum Denergy, der was gegen dich hat, bedeutet, dass auf einmal Armin was getan hat oder so. Ich verstehe nicht, warum du dann auf einmal so abstoßend warst letztens, Bro, als ich dir das gesagt habe. Ich will dich gar nicht von meiner Meinung überzeugen. Ich habe auch schon mit Lukas letztens gequatscht. Ich will das gar nicht. Ich habe meine Gründe, ich habe meine Meinung und ich bleib dabei. Ich will nur verstehen. Brauchst du nicht. Ich muss für mich selber das verstehen. Weißt du, wie ich meine? Deshalb, ich finde es sehr gut, dass du mir. Ja, was findest du? Ich finde es sehr schön, dass du mir bestätigst, dass Zitashi und Kiro wirklich irgendwas gemacht haben die ganze Zeit. Ich habe schon vermutet, aber ich wusste nicht was. Bro, also ich sag dir ehrlich, wir sind geheim. Aber ich sage dir. Was hast du da auf deinem Schild eigentlich? Was sagst du? Was hast du da auf deinem Schild? Gar nichts. Okay. Ich sage dir, bald wird was ganz, ganz Großes auf der YouTuber-Insel passieren. Und wenn es zu dem Moment kommt, dass wir gegeneinander kämpfen müssen, Tobi, dann ist es so, okay? Also wenn du gegen mich kämpfen willst, Bro, ich halte mich nicht zurück. Ja, yeah, finde ich stark, finde ich gut, Bro. Wenn du schon so anfängst, ich zieh da gar keinen Schlag zurück, so. Safe, finde ich stark. Aber warum auf einmal so? Ich verstehe das nicht. Wird seine Gründe haben. Ich glaube, mit der Zeit wirst du mich verstehen. Egal, ich wollte noch zu Reini. Bro, mach das. Ich weiß nicht genau, was du vorhast. Viel Erfolg dabei. Danke dir. Wir sehen uns die nächsten Tage wieder. Bei mir genau das gleiche, Bro. Merk dir meine Worte, die ich zu dir gesagt habe. Yes. Keine Grenzen überschreiten, die du selbst irgendwann als moralisch falsch gesehen hast. Merk dir das, halt dich dran und ansonsten, wie gesagt, ich bin trotzdem auf deiner Seite. Ich weiß. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, bei der Sache da mitzumachen, die ihr macht. Aber trotzdem kannst du mich als Verbündeten sehen. Ich werde natürlich nicht hinter allem stehen, was ihr macht. Ja. Aber ich werde trotzdem hinter dir als Person stehen. Also okay. Merkt ihr das. Lukas. Okay. Pass auf dich auf, Bro. Wir hören uns. Ja. Ja, tschüss. Du rein, ne? Komm. Ja. Ja, ich bin auf dem Weg. Wann ist Zeit? Plan A ist schon mal im vollen Gange. Und jetzt starten wir Plan B.